Herr Professor Schacht-Schneider, wie geht es jetzt weiter mit dem Euro? Wir sind ja quasi in einer vollkommen festgefahrenen Situation, aus der es scheinbar überhaupt keinen Ausweg mehr gibt. Ja, einen wirklichen Ausweg gibt es auch nicht. Es ist nicht möglich, den Euro unter Beteiligung aller Staaten zu retten und aufrechtzuerhalten. Man will das unbedingt, um einen Großstaat Europa zu erzwingen. Das Scheitern des Euros benutzt man genau, um also genau dieses alte Ziel, das seit dem Zweiten Weltkrieg besteht, eben durchzusetzen, entgegen der praktischen Vernunft und entgegen dem Recht insbesondere. Ökonomisch ist der Euro gescheitert und ist er nicht zu retten, weil einfach der optimale Währungsraum fehlt. Es gibt keine Chance, die Wettbewerbsfähigkeit der südeuropäischen Staaten herzustellen, solange es einen Binnenmarkt gibt, also auch die starken Industrien überall hin liefern dürfen und solange es insbesondere diesen Euro gibt und damit diese vermeintliche Zinssubvention. Also die Kombination Binnenmarkt und Währungseinheit sind für schwächere Volkswirtschaften einfach nicht zu leben. Was bedeutet das in der Konsequenz für uns? Ich meine, indem wir dieses künstliche Gebilde zwanghaft zusammenhalten, geben wir zwangsläufig Freiheitsrechte ab. Bewegen wir uns in Richtung EU-Diktatur? Allemal. Leider ist das so. Sie meinen also die Diktatur, ja, wir sind also auf dem Weg. Die Souveränität ist ja nichts anderes als die Freiheit der Bürger. Und mit der Übertragung der Hoheitsrechte höhlen wir mehr und mehr die Souveränität aus, nur im Interesse dieses Großstaats Europa. Und eines wird dieser Großstaat nicht sein, demokratisch. Und die Demokratie ist die politische Form der Freiheit. Und es gibt auch ohne demokratische Strukturen kein Recht. Und die Alternative ist, die sich ja mehr und mehr anbahnt, eine bürokratische Diktatur. Und dafür ist der Apparat mit den richtigen Namen besetzt, auch in Brüssel geschaffen. Sowas Ähnliches, wie wir es von der früheren Sowjetunion kennen, ist es das, was uns droht? Es rückt dem immer näher. Ja, das ist das Wesen der bürokratischen Diktatur, verbunden mit einer erheblichen Propaganda und einer Moralismus, der uns auch die freie Rede weitestgehend verbietet. Das gehört alles zu einem solchen System und ein Land, das die freie Rede nicht in jeder Weise hegt und pflegt, hat eine diktatorische, totalitäre Tendenz. So muss man also sagen, dass der Euro, der ja ursprünglich gut gemeint war, genau das Gegenteil von dem erzeugt, was unsere Väter oder die Väter des Euros überhaupt wollten. Ja, also ich weiß nicht, ob der wirklich gut gemeint war. Sie meinen also von Anfang an stand immer das Ziel dahinter, die Diktatur zu erschaffen? Ich war immer Anhänger der Krönungslehre und nicht der Hebeltheorie. Also der Euro sollte immer diesen Großstaat herbeiführen. Und jeder, der die Geschichte kennt, muss wissen, dass derartige Großstaaten mit sehr unterschiedlichen Völkern, mit unterschiedlichen Sprachen, schlechterdings kein freiheitliches Gemeinwesen sein können. Also ich denke, das ist schon sehr bewusst geschehen und jedenfalls ohne Rücksicht auf die Bürger der verschiedenen Nationen. Wie geht das jetzt von hier aus weiter, Ihrer Meinung nach? Also die Diktatur, wir sind auf dem Weg in die Diktatur, also haben wir sie auch bald. Und was bedeutet das für den Einzelnen? Ich hoffe immer noch, dass das Bundesverfassungsgericht doch mal noch stärkere Grenzen zieht. Die haben sie ja alle ausgesprochen, aber nicht wirklich durchgesetzt. Der augenblickliche Prozess ist da noch gar nicht entschieden hinsichtlich der Hilfen der Europäischen Zentralbank, die in jeder Weise als Staatsfinanzierung vertrags- und verfassungswidrig sind. Aber ich denke, es gibt nur einen Weg. Und ich beteilige mich daran. Man muss versuchen, andere Wahlergebnisse herbeizuführen. Es müssen andere Kräfte sich einfach zur Verfügung stellen für die Wahlen. Noch ist das Parlament sehr stark institutionell, nur ist es völlig falsch besetzt. Ja, es also, ist ja quasi Blockpartei. Es ist eine Blockpartei, es ist praktisch ein. Es ist egal, Partei. Wer dran ist. Die Ablösung dieser politischen Kräfte ist unverzichtbar, wenn wir wieder zur Freiheit und zum Recht und zur Demokratie zurückfinden wollen. Es gibt ja nicht wenige Zeitgenossen, die sogar, sagen wir mal, zum Widerstand aufrufen, ist ja grundgesetzlich sogar verankert. Ja, ich gehöre auch zu denen. Also Sie rufen auch zum Widerstand auf? Aufrufen ist zu viel, aber ich habe in jedem Prozess das Widerstandsrecht zur Geltung gebracht. Das ist ein Grundrecht. Und gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung, nämlich die freiheitlich-demokratische Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Und natürlich auch die sittliche Pflicht. Die Frage ist, welche Form? Und ich bin da sehr für den Gandhi-Weg. Also die Form muss ja nicht Verletzung der Gesetze sein, sondern es gibt viele Formen und dazu gehört auch ein anderes Wählen. Aber dazu gehört schon erstmal die freie Rede und auch der Gang zum Gericht. Das sind alles eigentlich Widerstandsformen, friedliche Widerstandsformen. Und wenn die Bevölkerung das nicht mehr mitmacht und auch mal ihr Recht zur Demonstration wahrnimmt, und zwar
vielen Menschen, dann wird dieser Versuch, die Freiheit zu beseitigen, schnell zusammenbrechen, denke ich. Aber was wir sehen, ist doch eigentlich eine ja, nicht große Anteilnahme der breiten Masse der Bevölkerung. So ist es. Denen ist es doch offensichtlich egal, was hier passiert. So ist es leider noch. Es muss erstmal wirklich schmerzhaft werden. Also wenn es dreimal hintereinander kein Mittagessen gegeben hat, ist die Revolution da, sagt man. Aber leider gibt es das Essen, aber es gibt es erfreulicherweise auch noch. Also die meisten distanzieren sich davon, wollen damit nichts zu tun haben. Sie wollen es gar nicht sehen, was da geschieht. Denn wer es sieht, muss als Mensch Verantwortung übernehmen. Alle verschließen fest die Augen. Das ist noch nicht überwunden, weil die Medien, eine große Macht außer Ihnen und einigen anderen, eben auch ihrer Aufgabe nicht gerecht werden, die Öffentlichkeit wirklich so, wie die Lage ist, zu informieren. Das war der Punkt, den ich jetzt auch nochmal ansprechen wollte. Die Medien haben ja offensichtlich total versagt. Ist das jetzt Unwissen, ist das Unfähigkeit oder ist es gar politisch gewollt, dass die Leute dumm und blöd gehalten werden? Ja, ich denke, das Letztere ist der Fall. Ich kenne viele Journalisten, die auch da eingebunden sind, da gut verdienen und so weiter verdienen wollen. Die sich nicht trauen, kritisch zu sein. Und die eigentlich die Dinge nicht weniger kritisch sehen, aber es nicht sagen, weil sie es nicht sagen dürfen. Die Medien sind fest im Griff. Zum einen die öffentlich-rechtlichen Medien, Fernsehen, sondern der Politik und die anderen fest im Griff, ein Jahr weniger Verleger, die engstens verbunden sind mit den Interessen der Banken, Versicherungen, der großen Industrien. Und die lassen es einfach nicht zu, dass sich kritische Journalisten da entfalten können. Es müsste ein Recht der Journalisten geben, ihre wahre Meinung zu sagen. Dafür bin ich, aber das dürfen sie nicht. Insofern haben wir ja praktisch das Stadium der UdSSR schon längst erreicht. Also von der gleichgeschaltet her der Medien. Sie sind hinreichend gleichgeschaltet. Ja. Wir haben einige kritische Medien, aber wer da mitmacht und da zum Beispiel schreibt, wird dann auch gleich diffamiert. Kann man vielleicht in diesem Zusammenhang auch von einer Diktatur des Geldsystems, und es ist ja letzten Endes das Geld, das hier regiert, ja, als Obermacht, natürlich. Die Geldordnung. Der wirkliche faktische Souverän sind die Finanzmächte geworden. Und vor denen hat sich ja Wolfgang Schäuble auch mit aller Deutlichkeit verbeugt, indem er sagte, Deutschland ist seit dem 8. Mai 1945 nicht souverän. Das sprach er ja gerade vor dem neuen Souverän, der sich da also entfaltet hat, natürlich gemeint in Anführungsstrichen, von denen, die Macht an sich gezogen haben. Und dass ein solcher entgrenzter Kapitalismus zum Scheitern verurteilt ist, versteht sich. Sind wir nicht souverän? Dürfen wir machen, was wir wollen? Nein, faktisch sind wir es nicht. Warum rechtlich nicht? Ja, wir dürfen es schon machen, wir müssen es nur tun. Ja, wir müssen einfach unsere Freiheit nehmen, die uns hier kein Politiker nehmen kann. Aber die Menschen sind allzu ängstlich, allzu zurückhaltend und sie sagen immer noch in Deutschland, uns geht es doch gut, obwohl der Niedergang seit 20 Jahren schon zu spüren ist. Mhm. Dieser Souveränitätsgedanke, der wird ja zum Teil auch als Spinnerei abgetan. Ich frage mich manchmal, wenn wir wirklich machen könnten, was wir wollten, dann könnte doch Merkel mal auf den Tisch hauen und sagen, so Euro, wir gehen raus. Das will sie nicht. Will sie das nicht oder darf sie das nicht? Ja, das ist immer ich meine, schwer. Die sind doch nicht blöd, Schäuble und ja, Co. Ja, das ist immer schwer zu trennen. Ich denke, dass der Wolfgang Schäuble schon sehr lange eingebunden ist. Ja, da muss man auch mal den Einigungsvertrag ins Auge ziehen sie bei der deutschen Einheit. Mhm. Da stehen ja auch einige Dinge drin und sind durchgesetzt worden. Restitutionsverbot und Altschuldenpolitik, die also verheerend sind und hohe Milliardenbeträge gekostet haben. Also das ist ja nicht so neu, dass Wolfgang Schäuble eine Politik zum Schaden Deutschlands macht. Mhm. Und Angela Merkel ist da auch anscheinend hinreichend abhängig oder sie versteht es nicht besser. Jedenfalls diese enge Verbindung der politischen Klasse international, es hat eine ganz große Verpflichtungswirkung. Nicht mehr die Wähler, Bürger verpflichten die Politiker, sondern ihre Verbindung zu anderen Staaten, anderen Regierungen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Politiker vielleicht durchaus wollten, aber eben nicht dürfen. Ich meine, das mag jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch klingen, aber ich meine, Merkel und Schäuble erkennen doch die Situation, wo das alles hinführt. Und wenn sie einmal auch ein bisschen drohen würden, siehe Frankreich, der Hollande macht, was er will, er setzt das Rentenalter herab und so weiter, da könnten wir doch sagen, gut, Hollande, du kannst machen, was du willst, wir treten jetzt mal aus oder wir überlegen es uns überhaupt. Natürlich. Sicher, wenn Deutschland das sagen würde, würde sich schnell die Lage verändern. Wir haben das Recht dazu und die Pflicht,
gesetzliche Pflicht. Dass die Politiker es nicht machen, liegt meines Erachtens an einer fehlerhaften Auslese der Politiker. Ich denke, die Leute, die Einfluss haben, achten sehr genau darauf, dass auch in die politische Spitze nur Menschen kommen, die sie hinreichend im Griff haben, die eingebunden Atlantikbrücke, Bilderberger und andere. Glauben Sie, dass die Bilderberger tatsächlich einen Einfluss haben? Es durfte nicht ohne Einfluss sein, dass die sich treffen alle, ja? Und dass die miteinander sprechen. Ich bin schon der Meinung, dass diese sehr persönlichen Beziehungen, die hingehen bis zu Dudesfreundschaften, dass die eine sehr starke Verbindlichkeit haben. Was bindet den Menschen wirklich? Das Gesetz oder diese Freundschaft? Ja? Also das, glaube ich, eher das Letztere. Weil die maßgebenden Politiker sich auch über das Gesetz stellen, soweit sie es nicht ändern können, brechen sie es einfach. Das ist für mich eine neue Kategorie der Politik seit dieser Schuldenkrise, dass das Recht in so hohem Maße gebrochen wird. Das hätte ich nie für möglich gehalten unter dem Grundgesetz. Wenn Sie einen kurzen Ausblick noch geben würden, wenn es jetzt so weitergeht wie bisher, und es gibt ja wohl keine Kraft, die diese Entwicklung aufhält, was haben Sie für eine Perspektive in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren? Also ich meine, dass es wichtig ist, dass Alternativen sich zur Wahl stellen, so schmerzlich das auch ist. Ich war immer der Meinung, als Professor muss man politisch unabhängig sein, weil man sonst Parteimitglied ist, also nicht mehr glaubwürdig ist. Aber jetzt ist es Zeit, dass Alternativen sich präsentieren, auch für die weitere Zukunft. Sonst könnte das Land und könnten die Länder schnell in ganz fragwürdige Hände geraten. Denn wenn der wirtschaftliche Niedergang kommt, der unausweichlich ist, dann wird das politische System sehr unsicher werden. Siehe Griechenland, siehe auch die anderen Peripheriestaaten. Die politischen Systeme sind da keiner Weise mehr sicher. Sie meinen also, direkt ausgedrückt, es ist Zeit zum Widerstand. So ist die Lage. Herr Professor Schachtschneider, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke.